Christoph, es wird ja aktuell weiter heftig gekämpft an der Front. Wir bekommen immer wieder neue Berichte. Welche Informationen hast du, wo aktuell die Brennpunkte im jetzt ja dritten Kriegsjahr sind? Also es gibt momentan zwei Gebiete, in denen besonders heftig gekämpft wird. Das eine ist nach wie vor die Provinz Donetsk. Und da kennen wir ja diesen Ort Bachmut. Die Russen nennen ihn Artjomovsk. Und etwas weiter westlich ist die Stadt Chisofyar, auf Russisch Chasofyar. Und da greifen die russischen Truppen an. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt, Verkehrsknotenpunkt. Das sind extrem relevante Verteidigungsanlagen der Ukrainer. Und die Rede ist davon, wenn Chasofyar fällt, dann wird der Weg wesentlich einfacher für die Russen Richtung Westen, Richtung Konstantinowka, Kramatorsk und Slawensk. Das sind weitere Großstädte im Bereich Donetsk. Und man muss immer auch versuchen zu verstehen die Sichtweise der Russen. Sie betrachten all das als ihr Territorium, weil das alles zur Provinz Donetsk gehört. Auch die drei Städte, die ich gerade angesprochen habe, Kramatorsk, Slawensk und Konstantinowka. Und die müssen, immer aus russischer Sicht gesprochen, befreit werden. Weil Donetsk ist ja gemeinsam mit drei weiteren Provinzen am 30. September 2022 annektiert worden. Donetsk, Lugansk, Saporoge und Cherson. Und genau aus dieser Sichtweise heraus betrachtet, muss man sich immer das weitere Agieren der Russen vorstellen in diesem Krieg. Sie versuchen, diese Gebiete komplett zu erobern, unter russische Kontrolle zu bringen und in die russische Föderation zu integrieren. Und sollte es zu Verhandlungen kommen eines Tages, dann wird genau das die Forderung sein, dass die Ukraine auf diese Gebiete verzichten muss, inklusive der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Und die internationale Staatengemeinschaft muss das akzeptieren. So wird Russland auftreten, so wird Putin auftreten, aus einer Position der Stärke heraus. Zumindest im Augenblick ist das durchaus realistisch, dass Putin so auftreten wird. Was der Westen, was die Ukraine daraus macht, ist etwas ganz anderes. Die wird das ablehnen, zurzeit zumindest, aber so entwickelt sich die Lage. Und der nächste Brennpunkt, den ich noch ansprechen will, ist Saporoge. Arjechow als Orientierungspunkt etwas runter, 10 Kilometer, 13 Kilometer südlich, Rabotina, Verbavoi, auch da greifen die Russen an. Heftige Gefechte, heftige Schlachten um diese kleinen Orte, Verbavoi, Rabotina, und von diesen Orten ist natürlich nichts mehr übrig. Das sind reine Ruinenfelder, aber sind eben wichtig auch, weil Russland auch dieses Gebiet als sein Staatsgebiet betrachtet. Einige Ortschaften, wo also der Druck der Russen erhöht wird. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung aus Moskau.